Im folgenden Kurzfilm möchte ich über die wichtigsten Aspekte des diabetischen Fußsyndroms sprechen. Ich werde auf die Ursachen, den Verlauf, die Prognose und natürlich die Behandlungsmöglichkeiten dieser im wahrsten Sinne einschneidenden Folgeerkrankung des Diabetes mellitus eingehen. Mein Name ist Ralf Lobmann und ich bin ärztlicher Direktor der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Geriatrie am Klinikum Stuttgart. Mit Diabetes beschäftige ich mich seit meiner Doktorarbeit 1994 und habe meinen wissenschaftlichen Schwerpunkt auf die Diabeteskomplikationen, wie zum Beispiel die diabetische Nervenerkrankung, die sogenannte Neuropathie oder eben die Wundheilungsstörungen im Rahmen des diabetischen Fußsyndroms gelegt. Mein Anliegen ist, dass Sie sich nicht zuletzt durch diesen kurzen Beitrag über diese gravierende Folgeerkrankung so gut informieren können, dass Sie durch Eigenvorsorge und Unterstützung durch medizinisches Fachpersonal, also Arzt, Wundschwester, Podologe und Orthopädie-Schuhmacher bzw. Techniker, schwere Verläufe von Wundheilungsstörungen im Bereich der unteren Extremität oder gar Amputationen vermeiden. Diabetes mit seinen chronisch erhöhten Blutzuckerwerten führt durch Veränderungen im Stoffwechsel zu verschiedenen Komplikationen. So wird die Funktionsfähigkeit der Nerven und damit auch die Schmerzwahrnehmung im Rahmen der Nervenerkrankung, dieser sogenannten Neuropathie, verändert, aber auch Störungen des normalen Ablaufs der Wundheilung sind vorprogrammiert. Diese Zusammenhänge, die die Grundlagen und Ursachen für ein diabetisches Fußgeschwür sind, möchte ich Ihnen ebenso wie die Möglichkeiten zur Behandlung und Vermeidung von Amputationen in den folgenden Minuten darstellen. In einem dritten Block gehe ich abschließend auf die Vorbeugung und Prävention dieser gefährlichen Komplikationen des Diabetes ein. Aktuell müssen wir von mindestens 8 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland ausgehen. Einer von 4 Menschen mit Diabetes wird während seiner Krankheitsgeschichte ein diabetisches Fußsyndrom, also eine nicht oder nur schwer heilende Wunde im Fuß- oder Unterschenkelbereich, entwickeln. Das Risiko, dass Gewebe sogar abstirbt und sich eine sogenannte Gangrän entwickelt, ist 20 bis 50 Mal höher als bei einem Menschen ohne Diabetes. Dies führt dazu, dass ca. 200.000 Fußläsionen zu einer chronischen Wunde werden, was wiederum zu rund 20% der Krankenhauseinweisungen aufgrund des Diabetes führt. Nicht zuletzt ist das diabetische Fußsyndrom weltweit das Nummer 1 Risiko für eine Amputation geworden. Für Deutschland heißt dies, dass diabetesbedingt alle 12 Minuten eine Amputation vorgenommen wird. Bereits die St. Vincent-Deklaration von 1989 hat eine Halbierung dieser Amputationszahlen gefordert. Die International Diabetes Federation geht sogar davon aus, dass weltweit 85% der Amputationen bei entsprechender Schulung von Patienten und Behandlern sowie einer guten Wundkehr vermieden werden könnten. Als chronisch wird eine Wunde eigentlich bezeichnet, wenn sich trotz sachgerechter lokaler Wundbehandlung innerhalb von 4 bis 5 Wochen keine Heilungstendenz zeigt. Bei Menschen mit Diabetes wird diese Definition dahingehend erweitert, dass aufgrund der Komplexität eine Wunde im Bereich der unteren Extremität bei Menschen mit Diabetes ab dem ersten Tag als chronisch und damit risikobehaftet anzusehen ist. Ursächlich für die Störung der Wundheilung sind primär der erhöhte plantare Druck und die Veränderung der Fußstatik und Ausbildung von beispielsweise Krallenzehen oder vermehrter Hornhaut durch die Nervenschädigung bei Diabetes. Dies führt auch zu der oftmals beobachteten besonders trockenen Haut. Zusammen mit der schon genannten Schmerzunempfindlichkeit kommt es mit Überlastungen von Haut, Muskulatur und Knochen zu zunächst nicht bemerkten Verletzungen. Häufig infizieren sich diese Wunden gerade auch aufgrund der für Menschen mit Diabetes bekannten Immunabwehrschwäche. Zu dem Zeitpunkt, wenn dem Patienten die Wunde dann auffällt bzw. mit einer ersten Therapie begonnen wird,
ist in vielen Fällen somit bereits eine fortgeschrittene Wundsituation vorliegend. Gerade die Infektion ist heute eine Hauptursache geworden, die dann auch unter Umständen eine Amputation notwendig macht. Der zweite wichtige Faktor ist die schlechte Durchblutung der unteren Extremität, die sogenannte Arteriosklerose. Die Arteriosklerose tritt bei Menschen mit Diabetes früher und häufiger auf und ist auch in ihrer Ausprägung komplexer. Das heißt, häufig sind nicht nur die großen Gefäße, sondern auch die kleineren Gefäße, insbesondere des Unterschenkels, betroffen. Diese sind regelhaft nicht nur an einer Stelle verengt, sondern weisen multiple, perlschnurartig aufgereihte Engstellen im Gefäßsystem auf. Als weiterer wichtiger Faktor führt die chronische Überzuckerung, die Hyperglykämie, dazu, dass die Zellreihen und die fein austarierten, die Wundheilung koordinierenden Botenstoffe in ihrer Funktion verändert sind. So findet sich, dass Fibroblasten, das heißt die Zellen, die für die Gewebsneubildung und Narbenbildung verantwortlich sind, bei hohen Blutzuckerwerten ein minderwertiges Kollagen produzieren. Dies führt dann zu einer reduzierten Reißfestigkeit des neu gebildeten Narbengewebes. Wichtig ist daher, und das sei an dieser Stelle bereits gesagt, dass beim Auftreten einer Läsion im Fußbereich bei Menschen mit Diabetes diese unverzüglich fachmännisch versorgt werden muss. Eine rasche Vorstellung beim Hausarzt oder Diabetologen ist unabdingbar, um insbesondere den Übergang in schwergradige Verlaufsformen frühzeitig zu unterbinden. Bei jeder Wunde der unteren Extremität bei Menschen mit Diabetes ist stets der Nerven-, Gefäß- und Infektionsstatus zu erheben. Die Nervenfunktion wird mittels Stimmgabel, Monofilament und Testung der Reflexe orientierend geprüft. Das Vorliegen einer Neuropathie zeigt das erhöhte Risiko für einen komplizierten Verlauf bereits an. Zu beachten ist stets der Gefäßstatus. Hier ist neben dem Tasten der Pulse der Knöchelarmindex, der sogenannte ABI, zu erheben, der einen ersten Anhalt für eine mögliche begleitende Arteriosklerose aufzeigt. Bei Auffälligkeiten schließt sich eine Ultraschalluntersuchung der Gefäße, die sogenannte Duplexsonographie, an. Sollte sich hier eine Arteriosklerose bestätigen, was in dem sonografischen Bild und den Fließgeschwindigkeiten zu sehen ist, ist in der Regel eine Gefäßdarstellung mittels radiologischem Verfahren notwendig. In der sogenannten digitalen Subtraktionsangiografie oder auch durch die Technik mittels Computertomographie oder Magnetresonanztomographie können die Gefäße bis in die kleinsten Gefäßverläufe dargestellt werden und ein Plan für die Gefäßrekonstruktion erstellt werden. Idealerweise können Engstellen minimalinvasiv mittels Ballonkatheter behoben werden. In ausgeprägten Fällen ist ein Gefäßbypass notwendig. Hier ist darauf hinzuweisen, dass vor jeder tiefergreifenden Manipulation im Wundbereich die Gefäßrekonstruktion vorangestellt sein muss. Das Abtragen von Nekrosen, obwohl die Gefäßversorgung noch beeinträchtigt ist, führt nur dazu, dass nach der Abtragung tiefer gelegene Gewebsschichten erneut wieder nekrotisch werden und absterben. Beim Vorliegen des Verdachts auf eine begleitenden Weichteil- oder Knocheninfekt bzw. beim Vorliegen der entsprechenden Nachweise von Keimen in der Wunde mittels mikrobiologischem Abstrich ist eine antibiotische Therapie mittels Tabletten oder Infusionen angezeigt. Die Anwendung von lokalen Antibiotika wäre ein Kunstfehler, da dadurch Resistenzen geschaffen werden könnten. Initial wichtig ist also die Abklärung, ob die Gefäße betroffen sind und ob weitere wundheilungsstörende Faktoren vorliegen, wie zum Beispiel Herz- oder Nierenschwäche, und wie weit fortgeschritten sich die Weichteil- oder gar Knocheninfektion zeigt. Sollten mehrere dieser Faktoren zutreffen, wird ein rein konservatives Vorgehen, das heißt ohne Hilfe des Orthopäden oder Gefäßchirurgen, nicht ausreichend sein. Auch hier sei nochmals betont, je früher die fachgerechte Diagnostik und Therapie beginnt, umso eher ist eine erfolgreiche und vollständige Wundheilung zu erreichen. In manchen Fällen können Teile des Fußes nicht erhalten werden, weil sie zu stark geschädigt oder sogar abgestorben sind. Hier ist interdisziplinär
und nicht zuletzt mit dem Patienten die ideale Amputationshöhe zu besprechen. Die Lebensqualität und das Überleben sind abhängig von der Amputationshöhe. So werden zum Beispiel nur noch 20% der Patienten nach einer Amputation im Bereich des Oberschenkels mobil. Demgegenüber aber 80%, wenn die Amputation auf den Unterschenkel begrenzt bleibt. Noch bessere Ergebnisse sind natürlich zu erzielen, nicht zuletzt auch optisch und kosmetisch, wenn nur Zehen oder ein Zehenstrahl entfernt werden müssten. Diese kleineren Eingriffe können dann auch ohne Prothese mit entsprechenden orthopädischen Schuhen sehr gut versorgt werden. Gerade bei älteren, das heißt geriatrischen Patienten, sollte man sich als Behandler und auch als Betroffener und Angehöriger stets überlegen, ob aufwendige invasive Maßnahmen auch zu den entsprechenden therapeutischen Konsequenzen und aber auch Therapieerfolgen führen. Beispielsweise kann ein schmerzloser, trockener, schwarzer Zeh bei einer Patientin oder einem Patienten, die bettlägerig sind, vielleicht mehr als ein kosmetisches, als ein medizinisches Problem gesehen werden. Ein unbegründeter Aktionismus führt eventuell nur zu der berüchtigten Salamitaktik und dem Verlust einer Extremität. Um solche Verläufe zu vermeiden, besteht seit 2020 das Recht auf eine Zweitmeinung vor Amputation. Dieses Recht sollte jeder Mensch mit einem Diabetes bei jeder geplanten Amputation, außer in Notfallsituationen, wo eine begleitende Blutvergiftung bei ausgeprägter Gewebszerstörung das Leben des Patienten gefährden würde, einfordern. Darauf haben Sie ein verbrieftes Anrecht. Hilfreich kann dabei auch der Fußpass der Deutschen Diabetesgesellschaft sein, welcher Ihr persönliches Risiko durch eine ampelfarbene Kodierung im Sinne von grünen, gelben und roten Pässen anzeigt. Dieser Pass kann Ihnen durch Ihren betreuenden Diabetologen oder in der Fußambulanz ausgehändigt werden. Eine geeignete Vorsorge und die Aufmerksamkeit für Ihre Füße hilft, das diabetische Fußsyndrom oder zumindest die Notwendigkeit einer Amputation zu vermeiden. Dazu gehört neben der guten Stoffwechseleinstellung, dem A und O jeder Diabetesbehandlung, die regelmäßige Inspektion der Füße, der Zehen, der Zwischenzehenräume und auch der Sohlen. Wenn Sie dies selbst nicht mehr durchführen können, kann ein Spiegel hilfreich sein oder ein nahestehender Angehöriger bzw. Betreuer unterstützt Sie dabei. Sie sollten die Füße täglich inspizieren, insbesondere nach verstärkter Belastung. Grundsätzlich ist Aktivität, Bewegung und Laufen auch für die Fußstatik und die Durchblutung des Fußes hilfreich. Es ist stets darauf zu achten, dass geeignetes Schuhwerk, es sollte nicht zu eng sein, keine Nieten oder Nähte haben, welche Druck ausüben können, zur Verfügung steht. Beim Vorliegen einer Nerven- oder Gefäßbeteiligung können auch entsprechende Einlagen und Diabetes-Schutzschuhe durch den behandelnden Arzt im Rahmen der Prävention verordnet werden. Tragen Sie helle Strümpfe, damit Sie mögliche Blutungen auch schon im Strumpf wahrnehmen können. Trainieren Sie Ihre Füße durch Bewegungsübungen, zum Beispiel Greifen eines Bleistifts mit den Zehen, um der Beeinträchtigung durch die Nervenfunktion vorzubeugen. Bitte wenden Sie kein scharfes Instrumentarium zur Pflege der Nägel an und überlegen Sie sich grundsätzlich, die Unterstützung durch eine fachpodologische Betreuung zu nutzen. Hier kann bei stattgehabten Ulkus oder der Risikokonstellation von Nerven- und Gefäßbeteiligung vom behandelnden Arzt eine podologische Komplexbehandlung, das entspricht podologischen Behandlungen alle 6 bis 8 Wochen, verordnet werden. Achten Sie bei Fußbädern auf nicht aggressive Seifenzusätze sowie eine angenehme, idealerweise mit einem Babybadthermometer kontrollierte Temperatur. Verbrühungen durch Wasser beim Fußbad bzw. durch die Sonneneinwirkung beim Sonnenbaden sind alltägliches Geschäft in unseren Fußambulanzen. Gerade weil diese sich aufgrund der Neuropathie oft nicht so zurückmelden, wenn eine Überlastung oder eine Schädigung vorliegt, wie es normal wäre. Wenn Sie hier ausreichend achtsam sind, können Sie selbst gut dem diabetischen Fußsyndrom mit Vorbeugen helfen. Die, wie bereits dargestellte Prävention ist unabdingbar.
Hier gehört eine gute Stoffwechseleinstellung, eine gesunde Ernährung und insbesondere der Verzicht auf das Rauchen essentiell dazu. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen, wie auch in den DMPs, den Disease Management Programmen vorgesehen, bei Ihrem Hausarzt oder Diabetologen sind für Sie wichtig und Sie sollten diese Angebote unbedingt wahrnehmen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Diabetesberaterin zu weiteren fachlichen Informationen zu Ihrer individuellen Situation. Nutzen Sie die Diabetes-Selbsthilfe, die Ihnen mit Tipps und Unterstützung im Alltag gerne zur Seite steht. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein aktives Leben mit Diabetes.